Look up to the skies and see. Queen live sehen. Ein Wunsch vieler Fans der Rockband, doch leider wird der nicht mehr in Erfüllung gehen. Ein wenig Abhilfe schaffen können da die Queen Kings. Ihre Queen-Cover spielen sie auch am 1. November im Steinhof in Duisburg. Aber sie treten nicht nur als Künstler in Erscheinung, sie sind auch Initiatoren der Benefizveranstaltung. Gemeinsam mit der Bon Jovi Tribute Band Bounce offerierten sie dem Steinhof ihre Idee. Und auch dort wurde bereits vorher mit der Bürgervereinigung Pro Duisburg über ein solches Konzept gesprochen. Somit stand schnell fest, dass es ein Benefizkonzert im Steinhof geben wird, bei dem alle Einnahmen ausnahmslos an die Flüchtlingshilfe weitergegeben werden. Konkret heißt das, dass die Einnahmen zum Deutschen Roten Kreuz in Duisburg fließen. Wir werden im besten Falle davon eine Stelle einrichten, eine hauptamtliche Stelle, um die Arbeit mit den Flüchtlingen zu koordinieren. Das heißt, wir wollen versuchen, bei uns beim Roten Kreuz ist ja sowieso auch schon die Arbeit der Flüchtlingsberater angesiedelt, dass wir aus dieser Seite der ehrenamtlichen Helfer und von uns vom Familienbildungswerk, dass wir versuchen, diese Enden zusammenzuführen, um eine gute Angebotsstruktur für die Flüchtlingsfamilien, aber auch für die alleinstehenden Menschen aufzubauen. Diese Ressource fehlt im Moment noch und das möchten wir gerne als Anstoß dafür nehmen, um dort dauerhaft eine Stelle zu integrieren. Eine hauptamtliche Stelle besetzen, die nachhaltige Arbeit mit Flüchtlingen sichern kann. Aktuell leben etwa 3000 von ihnen in Duisburg. Auch für das Deutsche Rote Kreuz keine leichte Aufgabe. Mein Kollege von der Flüchtlingsberatung hat eben schon bei der Pressekonferenz gesagt, dass es ja eigentlich im Moment ein 24-Stunden-Job ist und größtenteils darum geht, die Menschen erstmal zu begleiten. Na, die kennen sich nicht aus, sie wissen nicht, wo sie hin müssen. Es ist ein großer bürokratischer Aufwand, der dort gerade geleistet werden muss. Das sind die ersten Dinge. Und im Moment kippt so ein bisschen eigentlich die pädagogische und die menschliche Arbeit so ein bisschen hintenüber. Dafür bleibt keine Zeit und wir hoffen, dass wir das so ein bisschen mit auffangen können. Damit das funktioniert, verzichten alle Künstler und Mitwirkende auf ihre Gagen und Aufwandsentschädigungen. Neben den Einnahmen des Benefizkonzertes wird auf reichliche Spenden gehofft. Die Queen Kings um Leadsänger Mirko Bäumer spielen meist in ausverkauften Hallen. Das erhoffen sie sich auch für den Steinhof am 1. November. Weil es wichtig ist. Es ist halt eine große Aufgabe, die wir alle zu bewältigen haben in Deutschland. Wir haben viele Gäste zurzeit und da ist man nicht nur als Künstler gefragt, sondern natürlich auch als Konsument, der da teilnehmen sollte, um ja, seinen Anteil dazu tun und da, ja, einfach was Gutes zu tun. Für 19 Euro kann man eine der 900 Karten des Benefizkonzerts seit Montag auf der Internetseite des Steinhofs erwerben. Neben den Queen Kings und Bounce werden auch weitere bekannte Gesichter wie Anja Lerch zugegen sein. Und eine Überraschung erwartet die Besucher, denn es wird einen Gastmoderator aus dem kabarettistischen Bereich geben. Wer das sein wird, wird jedoch selbstverständlich nicht verraten.